Ihn schläft. Eintönig, jawohl. Hier war ich ja noch gar nicht, oder wie? Nee, doch, hier war ich schon. Jupp. Ob eine oder tausend und eine, es ist sinnlos, die Mächte zu zählen. Exakto. Alright, dann kann ich ja nur noch nach oben, hier rein und dann Richtung Ziel. Ich glaube, in den großen Saal war nichts mehr, ne? Hier, jetzt links. Oh, das war, stimmt. Komm zu Papa. Moment mal. Und wieder hoch. Ach, schön, 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 schön. Hep, hep, hep. Hop, hop, hop. Denn da alles noch? Meine Güte, ey. Okay, hier komme ich eh nicht hoch. Also muss ich raus. Und hoch. Ich vermute mal, nach oben sollte Sackgasse existieren. Deswegen werde ich da zuerst hingehen. Okay, funktioniert nicht so einfach wie gedacht. Falsche. Sonst keine Geheimnisse. Alright. Vier Himmelswächter, Wachen über Himmel und Erde, Schicksal der Welt, Sterne geschrieben. Okay. Ja, da muss ich mich irgendwie retten, aber das war wohl nicht so gut und klug.
Natürlich geht's auch noch nach rechts. Holy moly. Na, komm mal her. Es geht natürlich immer und überall hin. Natürlich. Guck dir das an. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf, sich zu verzweigen. Ach du Shit. Ich weiß, was ich machen muss. Nur wie und in welchem Rhythmus und in welcher Reihenfolge, das ist die große Frage. Dauert halt. Also wenn ich damit was Vernünftiges machen muss, fehlt mir sowas wie eine Zeiteinfrierfähigkeit. Nicht nur Doppelgänger, sondern. Okay. Was ein Zufall und Glück? Ich meine, irgendwie dachte ich vielleicht, dass die Dreiecke irgendwas, irgendeine Richtung von Stein anzeigen. Aber eigentlich wollte ich alle voll kriegen und dann mit dem Teleport hier einfach nach unten fallen und dann noch die restlichen. Aber gut. Man sollte sich nicht beschweren. Kiste habe ich. Ist alles, was zählt. So. Rechts. Okay, wie komme ich da rüber? So geht das. Aber da passiert nichts. Da ich auch nicht über den Stempel hier komme, über den zweiten, kann ich auch keinen Schatten da lassen. Das heißt, hier ist erstmal Ende. Eine Fassung. Was hatte ich denn jetzt nochmal? Flächenschaden an Chakra-Positionen wird genommen. Zeitkristalle auf Distanz. Erhöht den Schaden durch Pfeile moderat, feuert 5 Pfeile und leichte Reduzierung. Okay. Schnellreise Option. Schreiben. Ah, rot kann ich nicht kontern. No, Devil May Cry, alter Schwede. Okay, dann kam ich hier zu. Okay.
Diese Stempelsprung. Links und rechts waren Stacheln. Ich kann nicht so hoch springen, dass ich über den Stempel komme. Aber dann kann ich den doch gar nicht nutzen. Wenn ich links und rechts ihn nicht rufen kann und an der Seite hochspringen kann, weil da Stacheln sind. Wow, Rundumschwinger war das, okay. Lass mich in Ruhe! Alter Schlauchdämon! What? Tot? What the... Meine Fresse. Er ist überhaupt nicht zurückzuschlagen. Lass mich doch mal in... Wo bin ich denn hin? Hopp, hopp, hopp. Nein, wieso? Er hat auch noch plattformübergreifende Reichweite. Oh Gott! Drei Phasen natürlich wieder. Okay, also Rundumschläge sind nicht gut bei ihm. Da ist er aber tot. Ah, guck mal, da ist ja sogar das Zeichen für die Kiste. So hätte ich es hinbekommen. Ne, hier, guck mal, hinten an der Wand. Da ist das Zeichen. Ich habe es durch Zufall bekommen. So ging das also. Okay.
Okay. Es fehlt immer noch das Ding hier. Ach, Gottes Willen. Geht's noch nach oben, aber ich bezweifle. Ja, hoch komme ich so oder so nicht. Komm, geht noch runter. So, noch nach rechts und nach unten. Ich bin hier. Vater, kommst du zu mir? Warte. Oh, siehst du mich, mein Freund? Du bist noch wie ein Stein, der übers Wasser hopst. Ich weiß. Die Welt um mich herum verändert sich. Was ist dir widerfahren? Wo ist dein Vater? Er war bei mir. Ich höre Vaters Stimme, doch sie wird schwächer. Hilfe! Es zieht wieder an mir. Konzentrier dich. Ganz ruhig. Es darf dich nicht beherrschen. Hilfe! Denk einfach dran, dass die Kraft dir dient. Okay. Ah, Point of No Return. Aber hier war ich schon. Ich muss hier unten noch die Dinger machen. Okay. Bringt mir gar nichts. Wie komme ich da oben rein? Yes! So, nochmal nach unten. Außer es gibt keinen Hand. Okay, das war ein bisschen zu weit. Ich würde gerne nochmal nach oben. Hier raus. Das kann ich nämlich hier lang. Geliebte Mutter. Hallo, Sargon. Hallo. Gib die Karte rein. Des Wanderers. Ich ergänze. Über 1600. Okay. Ja, ich muss hier hoch. Aber das wird wahrscheinlich eine Fähigkeiten-Sache sein. Ach du Scheiße, es geht ja noch höher. Ah, der führt dann nach oben. Sargon, bist du? Oh, beim sauren Regen des Himmels. Du bist noch nicht bereit, die Grube der ewigen Sande zu betreten. Du benötigst allein, um das Siegel zur Grube zu brechen, mehr Simurgh-Kräfte. Okay. Um die finsterste Kreatur zu treffen und deinen Freund retten zu können, musst du deinen Mut und Einfallsreichtum unter Beweis stellen. Mut und Einfallsreichtum? Hör gut zu. Es wartet im Wald eine Prüfung auf dich, wo Mut lockt, das Schicksal ewiglich. Geheimnisse schlummern unter den Ästen. Nur wer sich traut, gehört zu den Besten. Und? Wissen haust in einem Labyrinth, dessen Gänge voller Suchender sind. Mit Klugheit und Führung kommt jede Antwort geschwind. Ich werde beweisen, dass ich in der Lage bin, Hassan zu retten. Du bist ehrgeizig und beherzt,
wie ich es mir dachte. Nutz dein Augen, Dingsbums, um die nächste Simurgfeder zu finden. Ich jedenfalls möchte nicht hier sein, wenn alles im Chaos untergeht. Was meinst du mit im Chaos untergehen? Ich möchte allerdings zusehen. Nun denn, viel Erfolg, Sargon. Baum! Sehr gut. Das ist noch ein Weg in den Tiefen. Ich leuchte dir den Weg, wenn du es wagst, zurückzukommen. Ich bringe dir Licht, wie versprochen. Okay, hier war ich noch nicht. Hier geht's noch nach unten. Und suppig und Sumpf. Und weg ist der Klubatsch. Also die Atmosphäre hier finde ich ziemlich nice. Hey, wie soll ich denn so... Okay, so also. Da war ich noch nicht drin. Da unten sind... Hier ist eine Grube, ein Tor. Das heißt, ich muss ja hier irgendwie...
Gefängnis. Aha, okay. Nein! Ah, unsichtbare Wand oder vielmehr Decke. Okay. Sinn. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist mit dem Sound, da fühlt sich so blass an. Botanikprotokoll.